Nun wird es aber wild hier. Übelster Wellengang. 24, 26 Meter die Sekunden. Es stürmt. Aber die Makrele hält. Raus damit. Solange die Fische hier noch reinballern, schnell rausziehen und die Happy Hour beenden. Ja, vorhin im Livestream hatte der Canbolo gesagt, Alden, probier doch mal hier auf Makrele. Und dann hat er da schon wieder eine Trophy gefangen, der Lümmel. Unnormal. Und ja, hier am 170er soll das ganz gut laufen. Und ja, ich bin jetzt gerade schon ein bisschen länger hier. Und probiere jetzt hier so seit gut 20 Minuten an der Stelle rum. War vorher auch noch ein bisschen woanders rumprobieren. Das war auch okay. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt gehst du aber nochmal an die Stelle. Ja, und die 20 Minuten, man sieht es ja an der Taktung. Zack, 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 zack. Schön im Minutentakt müssen sie reinballern hier, die Brocken. Mit blauer Whittling-Trophy. Das war natürlich auch super praktisch. Denn das Ding hat mir direkt die Qualifikation gebracht. Oh, der Makrele. 1,9. 2 Kilo Trophy, ne? Da kann auch was gehen, da kann auch was gehen. Also, Herausforderung, Meeresangeln, die sind ja jetzt mittlerweile drin, seit dem letzten Patch, wenn noch nicht gesehen. Ich verlinke nochmal eben die Patch Notes, das Video dazu. Und ja, hier jetzt gerade abgeschlossen, fange eine Trophäe, Kratsching, und fange eine Trophäe, die nicht schwerer ist als 5 Kilogramm. Kratsching, gleicher Fisch, abgehakt, schön, sehr schön. So, 15 Meter Tiefe, jetzt wollen wir langsam hier wieder ins Jiggen kommen. Und ich sehe, ich treibe auch schon wieder zurück, der Sturm ist echt krass jetzt. Wobei, es hört auch schon wieder ein bisschen auf. Es hört wieder ein bisschen auf. Ja, 160 Meter noch ist ja jetzt nicht so klein. Wo fährt man denn da hin? Wo macht man sich da am besten breit? Ich werfe mal hier ein bisschen weiter gerade. Und man sieht das vielleicht hier ganz gut. Wenn ihr da diese Area oder in diesen Bereich reinkommt, man sieht da oben ja diesen Schlenker. Ich zoome noch mal ein bisschen ran. Also diesen wurmartigen Fortsatz, diesen Blinddarm, da wollen wir oder grob in die Richtung. Das heißt, wir sind hier an der 170 und wir wollen ungefähr hier in diese Area. 170 links unten davon. Da passt das, glaube ich, ganz gut. Und ich bretter jetzt auch noch mal ein bisschen weiter vor. So. Und stopp. Und jetzt sieht man hier schon, da geht es schon ab. Ganz wichtig immer beim Suchen hier mit dem Echolot. Wir wollen für die hohe Frequenz die Brocken, die hier so auf 10 Meter und da höher, also zwischen 0 und 10 Meter sind, die wollen wir haben. Die Spots, wo diese Fische auftauchen, das ist schön, das ist gut. Denn da können wir wenig absinken, ein bisschen rumpilken, so auf 10 bis, ja, 5 bis 10 Meter. Und dann beißt da schon in der Regel was an oder schon direkt im Absinken. Das Ganze ist natürlich deutlich einfacher und geht deutlich besser, wenn man schon 75% plus hat. Das muss man ganz klar sagen, denn ab 75% plus haben wir die Beifänger und Co. Das heißt, wir können hier mit den Shrimps reingehen zum Beispiel. So, ich glaube, ich treibe jetzt gerade wieder in die andere Richtung. Das ist gerade schlecht. Ja, wir haben 12 Uhr. Jetzt treibe ich weiter in die Richtung, in die ich gar nicht wollte. Ich wollte nämlich weiter schön hier weiter runter. Also in diesem Bereich. Alter, wie die Wetterfee, Alter. Schön. Hui, nur ein bisschen angeschrieben Bild. So, also in diesem Bereich hier. Wie Sie sehen, unter dem Dreieck. Kannst du nicht ausdecken, Alter. In dem Bereich, da wollte ich hin. Und da treibe ich. Doch, da treibe ich, glaube ich, doch wieder hin. Ich glaube, ich treibe doch noch da so hin. Jetzt, wo der Wind ein bisschen aufhört, es geht wieder los. Da soll es hin, da will ich hin. So soll das sein. Ja, also, wir treiben genau da rein, in diese Kurve. In diese helle Kurve, genau da wollen wir rein. So. Ich habe hier den Clip gesetzt auf 15 Meter, muss aber sagen, vielleicht reicht auch 10 Meter. Genau, zack, da haben wir direkt den nächsten dran. Das reicht hier eigentlich schon in der Regel, denn, jawohl, die nächste Makrele. Denn wir können dann damit eben ratzfatz schon viel schneller in das Gieren oder hier in dieses Pilken reingehen. Guck mal, 10 Meter Tiefe,
dann ein bisschen hier rumgezuppel, pilken, dann wieder aufmachen. Oh, war schon der Biss. Also genau so soll das sein. Gar nicht viel rumhantieren, sondern direkt hier ein nach dem anderen auf Frequenz rausballern. Ja, wir sind genau hier in dieser Kurve, genau da will ich sein. Perfekt. So, Smoke wieder. So, 15 Meter, jetzt zwei, dreimal kurbeln, dass wir wieder nach oben kommen auf 10 Meter. Und dann ins Pilken, absinken lassen, bisschen Pause, wieder ein bisschen pilken. Und zur Not auch einfach wieder den Bügel aufmachen, weiter absinken lassen, nochmal hochziehen. Also so ein bisschen rumspielen, das muss man halt schon. Manchmal sieht man auch, wenn man weiter treibt, dass man dann weiter vorne vielleicht hier den nächsten Spot hat. Dann hier unten habt ihr ja direkt das Echolot direkt unter diesem Stand hier. Und dann kann man genau und gerade nach unten hier auf die Fische pilken, die gerade im Echolot reinkommen. Wenn ihr euch unsicher seid mit dem Echolot, ich verlinke auch nochmal das Video zum Echolot. Da habt ihr alle Infos dazu. So, zack, zurück in die Base. Bevor wir das Ding jetzt hier wegstecken, die Rute, gucken wir uns das natürlich auch nochmal eben an. Also, wir haben hier, ich bin immer noch mit der Overlord unterwegs. Immer noch ganz auf entspannt mit der Overlord. Ich hatte jetzt zwar eine Woche Pause gemacht vom Nordmeer, aber das Ding, ich glaube, das hält noch ein bisschen. Hier ziehe ich nochmal ein bisschen weiter durch. Schmierung lasse ich noch ein bisschen gehen. Getriebe ist, ja, musste ein bisschen leiden. Ich habe schon mehrfach hier eben auch mit der geschlossenen Bremse rumhantiert. Gerade auch, wenn ich da mit am Ufer stehe, da nutze ich dieses Setup auch regelmäßig. Ansonsten Kugellager, Rollenbremse. Also für die Brocken, die ich hier mittlerweile rausgezogen habe, sensationell. Richtig gut. Ja, das Ganze hier mit einem 60 Kilo, mit der 60 Kilo Hauptschnur. Fluorocarbon-Vorfach mit 55 Kilo zusammengebastelt. Und ja, auch da ist schon ein bisschen Light durchgegangen. Und hier, der war gerade schon durch. Diese Tubes, diese Fire Tubes, die sind auch schon durch alle. Und ja, hier kommen wir zu den Ködern. Also, die zwei Varianten habe ich jetzt. Also einmal den 04er Shrimp und den 03er. Und da gucken wir jetzt aber nochmal eben kurz rein, was wir denn hier haben. Und wir nehmen hier mal die Größen. 03er Shrimp. 03er, der hier auf dem 04er Shrimp. Also, 03er Shrimp war der schwarze. Da ist die dicke, fette Makrele draufgegangen. Vielleicht doch auch interessant. Und 04er, da war dann die Trophy vom Wittling. Vom blauen Wittling. Übrigens, ist das wirklich so gewollt, dass der, also, blau? Oder ist da irgendwie der Farbregler verschoben? Das ist ja eher ein Pink, ne? Ich meine, vielleicht ist da so ein leichter Blauschimmer drin und der wäre normalerweise rot oder was. Aber warum heißt er dann blauer Wittling? Naja, vielleicht soll der so. Ich werde das mal googeln. Vielleicht muss der tatsächlich so aussehen. Ja, gucken wir hier nochmal kurz rein. Im Durchschnitt 3er Shrimp, 4er Shrimp. Die kleinen ist hier auch auf dem 4er. Gucken wir nochmal nach ein bisschen größere 4er. Vierer, ja, also Dreier-Schrimp, Vierer-Schrimp, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Mit Sicherheit auch noch ein paar andere Farben, wenn man das ein bisschen testet. Im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden jetzt. Hier unten war noch ein bisschen was vom Ufer aus, aber wenn wir jetzt hier eine Stunde gleich nehmen, dann sollte das doch ganz gut gehen. Wir gucken gerade mal eben rein, beziehungsweise jetzt erstmal weg mit dem Set. Ja, genau, weg mit dem Set. Und wir gucken mal eben ins Café, da waren nämlich die Makrelen, die hatte ich vorhin schon gesehen, perfekt. Und dann nehmen wir hier 4 Stück, da haben wir schon mal 125 Silber, schmeckt. Davon haben wir sonst nichts und dann haben wir jetzt hier noch den Rest mit, zack, jo. Das schmeckt doch, beziehungsweise ich sortiere nochmal eben kurz nach Fangzeit und wir gehen hier runter bis auf eine Stunde. Eine Stunde mit 3 Spots testen, also auch hier noch ein bisschen was anderem und insgesamt 400 Silber. Bin ich voll und ganz zufrieden mit, es geht aber mehr, wenn man, und dann gucken wir jetzt einfach mal hier oben die letzten 30 Minuten oder nicht ganz. Der war, glaube ich, noch nicht, der war ein anderer, aber es sind 300 Silber. Da sieht man das, ne? Also viel testen an anderen Spots, kostet Zeit, bringt nicht so viel.
Und wenn man dann aber so eine Stelle hat, wo dann speziell auch Makrele geht und Wittling und so weiter, und das dann läuft auf diesen flachen zwischen 5 Meter, 10 Meter in dem Bereich, bam, 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 hier jetzt dann, wie gesagt, in 30 Minuten oder nicht mal ganz 300 Silber. Mega gut. So soll das sein. So, jetzt muss ich gleich nochmal gucken, bevor ich das verkaufe. Den Teil werde ich jetzt zu Köderfischen machen, beziehungsweise zu Fischfilets. Die werde ich verhackstücken. Und der Rest, auch hier die Köhler, die ich gefangen habe, die zeige ich nochmal eben. Die Köhler hatte ich alle hier gefangen. Auch das hatte ich mir im Stream notiert, im Vorbeibreddern. Und zwar hatte ich jetzt zuletzt, hatte ich das jetzt schon mehrfach gemacht, um damit ein bisschen besser klarzukommen, hier mit diesen Kästchen. Ich habe die Kästchen hier nochmal unterteilt in Kästchen. Quasi hier jetzt nochmal eine Linie gezogen, hier nochmal eine Linie gezogen. Einfach nochmal ein Kreuz reingemalt. Und das habe ich mir hier auf dem, ich habe hier ein Blatt liegen, so ein Kästchenpapier. Mache mir dann immer, wenn ich so lang bretter, schreibe ich mir die Koordinaten auf, so das gerade auch schon eben. Und hier wäre das jetzt gewesen, zoomen wir mal ein bisschen raus, also auf C7. Und dann habe ich hier halt den Kasten C7, mache mir einen Viererkästchen auf meinem Kästchenpapier und sage, alles klar, in diesem unteren Viertel, das kreuze ich dann an, da muss ich nochmal nachtesten. Denn wenn man sich die Drift anguckt, ist das ja ungefähr so eine Strecke hier. Also man hat ja ungefähr so ein Wirkradius von so einem Viertelkasten. Und wenn man eben irgendwo so einen Spot findet und genau dann dahin fährt, schön mittig in diesen Kasten rein, dann driftet man zwar immer noch ein bisschen hin und her, aber man ist immer noch grob in diesem Viertel. Ja, und das habe ich getestet. Da an der Stelle sah es auf dem Echolot super dicht aus, ganz intensiv, aber alles so im Bereich von eher so 30, 40 Meter. Und da waren super viele Köhler. Also auch für dich dann vielleicht nochmal interessant, wenn du Bock hast auf gezieltes Köhlerangeln. Man sieht das hier unten ganz gut. Bam, 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 ratzfatz die ganzen Köhler reingegangen. Ja, war nicht so schlecht. Zwischendurch eben, hier sind sie auch wieder, zwischendurch eben noch ein paar Sardinen, die waren auch dabei. Aber dann ging es weiter. Jetzt gucke ich gerade nochmal, die zweite Stelle war hier. Genau, die zweite Stelle war hier kurz vor dem 170er. Auch da ging es schon mal richtig gut ab. Wenn man das so auf dem Echolot sich anschaut, war gar nicht verkehrt. Aber da muss man sagen, hier unten, gerade hier diese Ecke, also der untere Teil jetzt hier links neben dem 170, in dem der Anzeige, das war dann doch nochmal deutlich besser, wie man an den Makrelen gesehen hat. Also, so viel dazu, dass die beiden Spots, an den Cambolo auch nochmal ein dickes Dankeschön fürs Teilen des Spots. Ja, hat einiges gebracht. Ich habe meine Trophy abgeschlossen, ich habe meine Quali abgeschlossen. Ich hoffe, dir bringt es auch was, wenn du da schon hinbrettern kannst, wenn du schon 75% hast im Meeresangeln. Petri, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Und dienstags gehen wir einfach auch mal wieder auf YouTube live. Bis dahin, Petri.